Angst vor Ablehnung ist ein riesengroßes Thema in unserer Gesellschaft, aber was ist in Wirklichkeit die Angst? Ist es in Wirklichkeit nicht so, dass das vielleicht eine Traumafolgestörung ist, die wir als Überlebensstrategie aus unserer Kindheit mitgenommen haben? Aber das Problem ist, dass das innere Kind leider nicht mehr weiß, dass wir mittlerweile erwachsen sind. Die Angst vor Ablehnung, umso länger wir in dieser Überlebensstrategie drinnen bleiben, verstärkt sich natürlich immer wieder. Die Angst wird viel größer. Und dabei besteht leider die Gefahr, dass richtig eine Depersonalisation entstehen könnte, dass wir uns immer mehr und mehr von uns selbst entfremden. Was aber in Wirklichkeit die Ursachen der Ablehnung ist, beziehungsweise die Angst vor der Ablehnung, oder was wir in Wirklichkeit dagegen tun können, dass wir aus diesem bösen Kreislauf rauskommen, das und vieles mehr wird Inhalt dieses Videos sein. Mein Name ist Beth Anthony, ich bin Hypnosetherapeutin seit vielen Jahren und begleite Menschen dabei, ein glückliches, zufriedenes, selbstbestimmtes, gesundes, aber vor allem ein suchtfreies Leben zu führen. Wie gewohnt in meinen Videos möchte ich ganz kurz ein Inhaltsverzeichnis mitgeben, was kommt in diesem Video alles auf dich zu. Ich möchte es erst aus dem Punkt Selbstsicherheit versus eben Angst vor Ablehnung besprechen, denn es ist nämlich so, wenn wir selbstsicher sind, dann haben wir auch eine Ahnung davon, dass wir einen Wert in uns tragen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, denn wir wissen durch einen sehr bemühten Psychologen, der wirklich eine Statistik da aufgebaut hat, dass wir bis zum 7. Lebensjahr 44.000 Mal negative Glaubenssätze hören durch die Außenwelt, durch die Eltern, mit denen wir aufwachsen. Und wenn sie vor allem dysfunktional oder narzisstisch waren, dann haben sie uns immer wieder mitgeteilt, was nicht richtig an uns ist. Und eben diese Mitteilungen, diese Glaubenssätze, die haben sich in unserer Ich-Struktur manifestiert. Und dadurch, indem wir eben nicht merken, und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen eigenartig, dass wir in Wirklichkeit schon erwachsen sind und eben nicht mehr dieses Kind, was so abhängig war auf oder von der Außenwelt, schleppen wir aber weiterhin diese Glaubenssätze mit uns mit und vor allem, wir führen tatsächlich auch Selbstgespräche, wo wir uns immer wieder wegen dieser Glaubenssätze, die sich in uns so manifestiert haben, verurteilen. Und umso mehr ich Angst habe vor der Ablehnung, umso mehr ich glaube, nicht wertvoll zu sein, umso mehr kommen wir in einen Negativstrudel hinein, der sich immer weiter dreht und diese Angst vor der Ablehnung auch immer größer wird. Also wir glauben immer mehr von uns selbst, dass wir nichts wert sind, nichts können, nichts wissen und wir kommen gar nicht auf die Idee, dass das in Wirklichkeit eine Traumafolgestörung sein könnte. Wir glauben einfach, dass wir eben nichts sind oder schwach sind und dass wir mittun müssen. Dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, eben diese Traumafolgestörung. Da geht es sehr ums innere Kind, weil, wie ich im letzten Video schon erwähnt habe bzw. angekratzt habe, ist es in den meisten Fällen so, dass uns eigentlich gar nicht bewusst ist, dass wir uns noch immer in einer Traumabubble, so wie ich das immer nenne, befinden und dass wir immer aus dieser Traumabubble heraus agieren und unser Leben gestalten und gar nicht auf die Idee kommen, dass da etwas nicht stimmen könnte. Und deswegen ist es so, dass wirklich diese Angst vor Ablehnung, wenn wir den Eindruck haben, dass ich vielleicht abgelehnt werden könnte, aus welchen Gründen auch immer, dass wirklich für uns ein Todesurteil sein könnte, weil wir eben durch diese Traumabubble im Grunde glauben, dass wir noch immer dieses kleine Kind sind, welches so akribisch abhängig ist von der Außenwelt und würden einmal wir zum Beispiel Nein sagen, das eben schwerwiegende Folgen haben könnte. Und das wäre eben das Todesurteil, weil die Angst immer im inneren Kind besteht, vor allem in dysfunktionalen Familien, dass ich ausgeschlossen werde. Und wenn ich 5 Jahre alt bin und ausgeschlossen werde, naja, dann ist das natürlich etwas sehr Bedrohliches. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir lernen, dass wir kein Kind mehr sind und vor allem nicht mehr in diesen Situationen befinden. Dann möchte ich ganz kurz auf Moral und auf Ethik der jeweiligen oder beziehungsweise auf das jeweilige Individuum eingehen, weil das ist nämlich ganz wichtig, weil wir beginnen vor allem erstens mal schon während der Kindheit, aber dann während der Adoleszenzzeit extrem mit diesem Masking, indem wir eben schon Angst haben vor Ablehnung, nicht dazu zu gehören, zu den Gruppen,
Gruppen, wo ich mich auch immer befinden mag. Und umso länger wir dieses Masking betreiben und eben so tun, als würde uns zum Beispiel das oder das gefallen oder wir uns da und dafür interessieren, aber wir interessieren uns in Wirklichkeit gar nicht, dass dann in uns selber, in der Persönlichkeit eine Diskrepanz entsteht, dieses Masking dann immer intensiver wird, eben wegen der Angst vor Ablehnung und dann wirklich eine Depersona, also Persona, Masking, der Depersonalisation entstehen könnte und die uns dann in Wirklichkeit noch intensiver in diese Angst hineintreibt, wo das in Wirklichkeit dann ein Selbstläufer ist und wir dann irgendwo herumschweben hier auf Gottes Erden, aber bei weitem nicht mehr mit uns verwurzelt sind oder vielleicht sogar mit der Erde und wir dann in Wirklichkeit sogar in die Gefahr laufen, ein Kollektiv zu leben, ein Massenleben, was alle anderen leben. Und das ist ein großes Thema. Und dann möchte ich auch schon auf die Punkte am Ende eingehen, was kann man alles tun. Es geht hier natürlich um den Selbstwert, es geht hier um Abnabelung, es geht hier darum, die Glaubenssätze zu überprüfen, es geht hier darum, eben zu schauen, wie spreche ich mit mir selber oder wie spreche ich über mich selbst, weil wir führen ja unheimlich viele Selbstgespräche mit uns und da übernehmen wir sogar diese Sätze, die wir als kleines Kind gehört haben. Also ich bin so dumm, wer nichts im Hirn hat, der hat es in die Füße und so weiter und so fort. Und das müssen wir erkennen, damit müssen wir aufhören. Dann der nächste Punkt ist auch Körpersprache. Wir wissen, wenn wir den Körper hängen lassen, dass sich auch wirklich die Chemie durch unser Gehirn im Körper verändert. Also es gibt viele Punkte, wo man ansetzen kann und das wird eben der letzte Punkt dieses Videos sein. Und ich freue mich wie immer, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt möchte ich gleich mal auf den ersten Punkt eingehen. Was bedeutet denn überhaupt selbstsicher sein? Selbstsicher sein bedeutet, dass ich eben eine Kontrolle über mich selbst habe, indem ich weiß, wer ich bin, was ich kann und was mein Wert ist. Das klingt vielleicht ein bisschen negativ. Und wenn ich dann eben nachgebe, ja, oder mal Ja sage oder mich eben entscheide, irgendwo mitzumachen, dann tue ich das nicht aus Ängsten oder beziehungsweise aus Hemmungen heraus, dass wenn ich es nicht täte, eben eine Folge daraus entstehen würde. Und das ist der wesentlicher Unterschied. Ich entscheide mich eben etwas zu tun, irgendwo dabei zu sein oder irgendjemandem zu helfen, weil ich das möchte und nicht, weil ich eben die Angst habe oder eben gehemmt bin, überhaupt Nein zu sagen. Was sind überhaupt die Eigenschaften von selbstsicheren Menschen? Selbstsichere Menschen kennen immer ihre Wünsche. Ja? Sie wissen, was sie wollen von dem Leben. Sie haben ihre Ziele, die sie auch regelrecht verfolgen. Ja, sie haben da nicht so eine extreme Wankelmut und vor allem, sie können ihre Bedürfnisse äußern und ohne schlechten Gewissen. Und das ist der große Unterschied. Können Nein sagen ohne Schuldgefühle. Also sie können ganz locker und flockig Nein sagen. Nein, du, ich habe heute keine Zeit. Nein, ich habe keine Lust, zum Muttertag dabei zu sein. Denn ich habe mir jetzt vorgenommen, 3 Tage nach Kroatien zu fahren. Und ich habe kein schlechtes Gefühl, nach Kroatien zu fahren und denke mir die ganze Zeit, okay, was denkt jetzt meine Mutter von mir, weil ich einmal nicht am Muttertag eben anwesend war. Ein wesentlicher Punkt ist, worin sich auch selbstsichere Menschen auszeichnen. Sie können Komplimente annehmen, ohne sich gleich zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Schaue ich heute wirklich gut aus? Habe ich wirklich, wirklich abgenommen? Komisch, wenn ich in den Spiegel schaue, dann habe ich eigentlich ganz einen anderen Eindruck von mir. Nein, sie können Komplimente annehmen, aber sie können auch wirklich authentische, vom Herzen heraus Komplimente machen, ohne eben dabei sich reinzuschleimen. Klingt jetzt blöd, aber die machen einfach Komplimente, weil sie jetzt gerade einen Bock drauf haben, ein Kompliment zu machen, weil es einfach sie auch so empfinden und sie machen es eben nicht, dass der andere sich denkt, ui, die ist aber sympathisch. Können Kritik äußern, können ihre eigene Meinung haben und können aber auch Kritik annehmen, ohne eingeschnappt zu sein und ohne gleich extreme Gefühlsexplosionen in sich haben. Och, ich habe jetzt vielleicht eine Kritik oder jemand hat eine Kritik über mich geäußert und bei mir bricht gleich die ganze Welt zusammen. Nein, ich setze mich dann sogar hin und überlege mir, aha, könnte der recht haben oder nicht? Und wenn der nicht recht hat, dann denke ich mir, naja, soll er das halt sagen. Wenn er so meint, wenn er so denkt, ist das seine Geschichte. Aber es bringt mich deswegen nicht in Turbulenzen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also die Außenwelt kann mich nie in Turbulenzen bringen, weil ich einfach weiß, wer ich bin. Vor allem ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, selbstsichere Menschen können ganz ungezwungen auf andere Menschen zugehen und plötzlich mit ihnen Gespräche führen. Also sie haben da keine Hemmungen.
Also sie gehen ungezwungen irgendwo hin, können gleich locker ein Gespräch führen und haben überhaupt keine Gedanken dabei. Sie sind entspannt und führen ein Gespräch, solange sie das wollen. Und wenn sie keine Lust mehr haben, dann entziehen sie sich auch wieder dem Gespräch und bleiben eben nicht eine Stunde lang bei der oder bei ihr stehen, weil sie sich denkt, okay, was denkt er sich jetzt, wenn ich mich einfach dem Gespräch entziehe? Und verwenden auch nicht irgendwelche Entschuldigungen, so wie entschuldigen, ich muss jetzt gerade telefonieren gehen oder entschuldigen, ich hole mir jetzt noch ein Glas Wein oder was. Nein, die sagen einfach, okay, jetzt würde ich gern was anderes machen und dann haben die aber kein Gedankenkreisen dabei. Und vor allem ganz ein wesentlicher Punkt, sie können anderer Meinung sein und auch ihre andere Meinung kundtun, ohne dass sie Angst haben, eben dass andere sie vielleicht deswegen nicht so mögen könnten, weil sie eben anderer Meinung sind. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist das ja so ein sensibles Thema, anderer Meinung sein. Und ja, aber wenn man eben anderer Meinung ist, dann teilt man die auch mit. Und ja, wenn der andere halt nicht der Meinung ist, ist einem das auch egal. Und man hat dann auch kein Kopfkino oder findet deswegen auch den anderen deswegen nicht gleich unsympathisch, nur weil der anderer Meinung ist, und dasselbe ist aber auch umgekehrt. Und vor allem, was der wesentlichste Punkt ist, was selbstsichere Menschen nicht tun, sie tragen keine Maske. Und das ist ja eben genau das Thema. Selbstsichere Menschen werden immer selbstsicher. Sie sind in Wirklichkeit auf eine gewisse Art und Weise auch interessant, weil die anderen natürlich auch merken, dass selbstsichere Menschen authentisch sind. Und eben gerade unsichere Menschen wären immer so gerne selbstsicher und sagen dann zum Beispiel, ich würde auch mal so gerne so locker reden können und einfach sagen, was ich mir denke, aber ich habe so große Angst eben davor. Und das ist eben diese Angst vor Ablehnung. Das ist genau der Punkt. Und deswegen werden wir immer wieder aufs Neue daran gehindert, eben authentisch zu werden, weil wir von uns selbst glauben, dass wir nichts wert sind. Also trauen wir uns gar nicht, das zu sagen, was wir meinen, beziehungsweise wir denken uns immer, wenn wir das täten, dann finden die anderen uns komisch, weil eben ursprünglich irgendjemand einmal in der Familie uns Tag ein und Tag aus mitgeteilt hat, dass wir etwas nicht richtig machen oder nicht richtig sind. Und jetzt kommen wir zu einem wesentlichen nächsten Punkt, nämlich warum beginnen wir überhaupt uns schon so zeitig in den ersten paar Jahren als Kind zu maskieren? Nur deshalb, weil wir sonst nämlich das Gefühl der Scham empfinden würden. Und auf diesen Punkt bin ich ja schon drauf eingegangen in einem Video, nämlich das ungelebte Leben, wo ich eben das Konzept von C.G. Jung, einerseits nicht die Schattenarbeit, sondern nämlich dieses Persona-Leben beschrieben habe, dass wir uns leider sehr zeitig schon eben diese Maske beginnen rüber zu stülpen und in Wirklichkeit nur wegen dem Gefühl der Scham, weil wir eben in dysfunktionalen bzw. in narzisstischen Familien eben sehr stark dort beschämt werden, weil natürlich auch der Beschämende sozusagen immer einem mitteilt, ich weiß es besser, ich weiß oder beurteile, ob du gut bist oder nicht. Also die Außenwelt beurteilt, ob wir in Ordnung sind, so wie wir sind. Und da entstehen eben zum Kind teilweise Todesängste, wenn wir eben dieser Scham ausgesetzt werden. Und eben diese Scham ist eben so intensiv gekoppelt mit der Angst vor der Ablehnung. Da geht es in Wirklichkeit um das Gefühl der Scham, eben die Angst davor, wieder damit konfrontiert zu werden. Eben in Wirklichkeit diese Traumafolgestörung, wie ich im Intro erwähnt habe. Also es geht hier um die Scham und wir wissen eben durch die Beobachtungen in so betreuten Wohnen, wo kleine Babys eben zum Beispiel mit substanzkranken Müttern aufwachsen, dass sie wirklich schon in den ersten paar Monaten beginnen, sich anzupassen an die Umwelt, indem sich zum Beispiel solche Babys sehr ruhig in dem Gitterbettchen verhalten, obwohl sie vielleicht schreien wollten, aber gelernt haben durch das Verhalten der Mutter, wenn ich ruhig bin, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie mich rausnimmt und dass sie mich anlächelt, als wenn ich schreie. Also dieses Verlernen, wir selbst zu sein, kann man in Wirklichkeit schon bis auf die ersten Monate zurückführen, dass das Babys mittlerweile schon in diesem Zeitraum lernen. Aber gerade die Scham ist so ab dem 4., 5. Lebensjahr,
Einerseits lernen wir natürlich durch unsere narzisstischen bzw. dysfunktionalen Eltern, dass man sich offensichtlich draußen anders zu verhalten hat als zu Hause. Also einerseits ist das so ein bisschen ein Abschauen, ein Abgucken, das Verhalten der Eltern, weil offensichtlich da draußen etwas Böses ist. Also ich darf mich gar nicht so verhalten, wie ich bin, weil sonst besteht sowieso gleich irgendwie die Angst vor Ablehnung. Man ist nicht so, wie man ist. Also man lernt halt von klein an eben nicht authentisch sein zu dürfen. Man weiß im Grunde nicht, warum. Das ist halt auch so dieses große Damoklesschwert, mit dem wir aufwachsen. Das machen ja in Wirklichkeit alle. Ab dem Moment, wo sie die Tür verlassen, sind sie eine andere Person, als wie sie in Wirklichkeit zu Hause sind. Aber es geht eben um das Thema der Scham. Und das findet so statt, indem uns halt immer Eltern beschämt haben. Ne? Warum lachst denn du so blöd? Was gibt's denn da so zu grinsen? Ist das lustig, wenn du dich immer anpatzt? Ist das lustig, wenn du so viel Arbeit machst? Ist das lustig, wenn du nicht auf mich hörst, wenn ich etwas sage? Was stimmt mit dir nicht? Du bist immer dumm, du bist faul, etc. Und das sind regelrecht jedes Mal Beschämungen, indem wir uns dann schämen aus uns heraus, weil jemand in der Außenwelt mitteilt, dass so, wie wir gerade waren oder etwas gesagt oder gehandelt haben, nicht in Ordnung ist. Und das beurteilt eben jemand da draußen. Und diese erste Außenwelt sind eben in den meisten Fällen unsere Eltern. Es geht aber dann weiter in der Schule. Das ist leider ein sehr großer Bereich, wo wir sehr intensiv beschämt werden, weil wenn wir da auch nicht so funktionieren, wie die Schule bzw. die Pädagogen das vorgeben, werden wir ja auch beschämt. Also diese Beschämung wird dann ja eigentlich gesellschaftlich übernommen, in Wirklichkeit als Druckmittel, indem sie sagen, wenn wir nicht so sind, wie sie es vorgeben, wie wir zu sein haben, dann werden wir beschämt oder wird uns vor der ganzen Klasse mitgeteilt, dass wir nicht in Ordnung sind. Das kennen wir ja alle. Und vor allem, wo dann die exzessive Maskierung beim Kind bzw. beim Adoleszenten beginnt, ist eben in den Jugendjahren, weil ja eben junge Menschen in Gruppen sich befinden wollen bzw. dazugehören wollen. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo ich schon auf die Depersonalisation eingehen möchte, wie ich auch im Intro oder im Inhaltsverzeichnis erwähnt habe, dass wir beginnen eben, unsere eigenen Vorstellungen von der Welt und von uns selbst in Frage zu stellen bzw. zu unterdrücken. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Jugendlicher hört in Wirklichkeit gerne klassische Musik, sagen wir jetzt mal, aber er will zu einer Gruppe dazugehören, die, weiß ich nicht, Heavy Metal gerne hören. Da muss natürlich der Jugendliche, dass er dazugehört, darf er nicht erzählen, dass er eben gerne klassische Musik hört, weil dann würde er vielleicht beschämt oder ausgelacht werden. Also verkauft er oder beziehungsweise unterdrückt er sein Interesse und gibt aber vor, und das ist der Punkt, Heavy Metal eben zu lieben beziehungsweise selber auch immer regelmäßig zu Hause zu hören, und das stimmt nicht. Und da entsteht eben eine Diskrepanz, und diese Diskrepanz führt bei uns zu einem inneren Konflikt, und umso öfters wir eben wegen der Angst vor Ablehnung da draußen vorgeben, wir machen ja in Wirklichkeit gerne das oder wir sind auch der Meinung oder wir finden das auch gut, was der andere sagt, eben nur wegen der Angst vor Ablehnung, und wir sind aber in Wirklichkeit anderer Meinung, ja, dann kommen wir auch als Erwachsener in diese Diskrepanz hinein, und dann entsteht so ein Konflikt. Und weil wir eben nicht in den Konflikt bleiben dürften oder dürfen, weil er uns immer mehr in Disharmonie bringen würde, beginnt dann eben die De-Persona, ja, eben Persona-Leben, Maskieren, Depersonalisation. Und wir beginnen eben durch diesen Prozess, indem wir immer öfters vorgeben, auch der Meinung zu sein, auch das gut zu finden, auch dort wohnen zu wollen, auch das oder auch der politischen Meinung sind und etc. etc., beginnen wir uns in Wirklichkeit wegen diesem inneren Konflikt uns immer mehr von uns zu entfernen. Ja? Also uns gibt es dann
eigentlich gar nicht mehr so, wie wir sind, sondern es gibt uns dann nur noch in der Version, die wir dann werden, aber die werden wir eigentlich nur wegen der Angst vor der Ablehnung, weil wir nicht mitbekommen, dass wir in Wirklichkeit traumatisiert sind, weil das ursprünglich als Kind ein Todesurteil bedeutet hätte, beziehungsweise in unserem Geist, wenn wir nicht der Mama dann eben Ja gesagt hätten, alleine das Nein sagen, ich will nicht essen, nein, ich will nicht in die Schule gehen, nein, ich will nicht mein Zimmer aufräumen, nein, ich bin nicht deiner Meinung, nein, ich mag dich nicht, das wäre ja ein Todesurteil gewesen. Und deswegen entfernen wir uns immer mehr von uns selbst. Und das ist das große Problem. Und umso mehr wir von uns selbst uns entfernen, eben dieses Personaleben führen, umso weniger Wert haben wir durch uns, der in uns entstanden ist, sondern wir haben nur noch eine Wertigkeit, die wir sozusagen von außen übernommen haben, aber in Wirklichkeit ist es ja nicht unser Wert. Dann entsteht wieder die größere Angst vor der Ablehnung, ja, weil ich ja auf keine Wertigkeit zurückgreifen kann, die habe ich ja irgendwann einmal verlassen, eben wegen der Angst, und dann entsteht dieses Dilemma und wir befinden uns dann eben in einem Kreislauf, aus dem wir nicht mehr herauskommen können. Und dann ist das nächste Problem, dass immer Angst noch immer mehr Angst erzeugt und wir uns in Wirklichkeit in einem Kreislauf befinden, der ursprünglich eigentlich ganz woanders entstanden ist und das eben sozusagen zu unserer Überlebensstrategie, die auch irgendwann einmal in den frühen Jahren entstanden ist, wir übernommen haben und weiterhin glauben, wenn wir das so produzieren oder beziehungsweise so nach diesem Konzept leben, dass eben das nicht anders geht. Wir wissen nicht, was wir anderes tun könnten, weil wir eben in diesem Kreislauf drinnen sind. Und ich hoffe, das hat man jetzt verstanden, was in Wirklichkeit die Ursache ist. Also die Ursache liegt ganz woanders. Wir bekommen das nicht mit. Das ist diese Traumabubble, von der ich gesprochen habe. Wir wissen gar nicht, dass wir eigentlich in einem Dasein, in einem Bewusstsein sind, welches einmal irgendwo anders entstanden ist, und bekommen leider nicht mit, dass es eine Überlebensstrategie in Wirklichkeit vom inneren Kind ist. Ja, also das innere Kind hat ja mehrere Überlebensstrategien. Eine ist eben diese Angst, die dann später vor Ablehnung entsteht. Aber in Wirklichkeit war es eine ursprüngliche Überlebensstrategie des Kindes, eben wegen dieser Todesangst. Und deswegen ist es wichtig, das zu erkennen, woher das eigentlich kommt, und aufzuhören, sich selbst zu verurteilen. Und deswegen möchte ich jetzt gleich einmal auf die Glaubenssätze eingehen, was die nämlich mit uns machen, weil diese Glaubenssätze, die damals als Kind entstanden sind, die wir ja auch wieder nur übernommen haben von der Außenwelt, die produzieren wir dann als Erwachsener immer in uns weiter, indem wir uns dann verurteilen und sagen, ja, ich bin ja so dumm, ich kann ja nichts, wer es nicht im Hirn hat, hat es in die Fiers und so weiter und so fort. Also eben diese 44.000 Glaubenssätze, die natürlich nicht immer andere waren, sondern Wiederholungen natürlich, die leben in uns weiter und die sind diejenigen, die unseren Selbstwert bestimmen, weil wir eben durch die Angst vor der Ablehnung eben nicht unseren Wert, unsere Wertigkeit entwickeln können. Und bevor ich jetzt noch auf die Glaubenssätze eingehe, möchte ich natürlich einen wesentlichen Punkt ansprechen, der da mit sich schwingt, sagen wir mal so, oder der immer eine große Gefahr ist, nämlich, dass andere das ausnützen könnten. Nämlich Menschen, die selber vielleicht toxisch sind oder narzisstisch, erkennen natürlich das ganz genau und wissen dann, dass sie mit uns alles machen können wegen der Angst vor der Ablehnung. Und da gibt es sehr interessante Experimente, was diese Thematik anbelangt, die wirklich ganz fürchterlich sind. Das geht dann bis zu Stromschlägen, wo Klassenkameraden einen Stromschläge verpassen lassen, also durch einen, der das macht. Nur weil sie eben Angst haben, nicht mehr zu der Gruppe dazuzugehören und irgendwann einmal ab einem gewissen Moment sagen, okay, nee, das ist mir zu mucho, ich höre jetzt auf, ich steige da aus. Also man weiß, dass das eben extrem funktioniert, Menschen manipulieren zu können, weil sie alle Angst vor der Ablehnung haben. Und jetzt möchte ich ein harmloseres Experiment vorstellen.
Man hat einen Mann hingestellt vor einem öffentlichen Badezimmer, also in einem Restaurant, so eine Toilette, so ein Waschraum, so ein Bathroom halt. Und der hat immer den jeweiligen Personen, die gerade aus der Toilette, aus diesem Waschraum rausgekommen sind, gesagt, haben Sie vielleicht meinen Ring da irgendwo gesehen? Und die verdutzte Person sagt nein. Und er sagt, ja, weil genau vor Ihnen war ich da drinnen und ich habe meinen Ring dort hingelegt auf den Waschtisch und der ist nicht mehr da. Und der andere ist natürlich total überrollt. Und dann derjenige, der so tut, als hätte er den Ring verloren, fordert eben alle auf, die Handtasche herzuzeigen. Er will wissen, ob die Person nicht in Wirklichkeit den Ring in die Handtasche gesteckt hat. Ja? Und 88% aller Menschen, obwohl sie denjenigen noch nie gesehen haben, denken überhaupt nicht nach, was der da eigentlich sagt, stellt das überhaupt nicht in Frage oder sagt zumindest, warum sollte ich ihren Ring in meine Tasche stecken, wenn der da am Waschtisch liegt. Sie meinen ja oder würden ja behaupten, dass ich ein Dieb bin. Nein, niemand antwortet, niemand kontert. Ja. Jeder zeigt bis zu 88% diese Handtasche her. Also, und das ist eben genau der Punkt. In Situationen überlegen gar nicht Menschen, haben gleich Angst, eben in Wirklichkeit beschämt zu werden. Die Basis ist ja die Beschämung. Ich werde beschämt. Ja, da sagt jemand, ich bin etwaig ein Dieb. Und obwohl ich den ja sehr wohl in Frage stellen könnte, weil es könnte auch der Gedanke kommen, der will mir ja nur die Tasche klauen, ja, oder nimmt mir dann das Portemonnaie raus. Nein, niemand stellt das in Frage. 88% zeigen ihre Handtasche irgendeinem fremden Menschen her. Also jeder reagiert automatisch. Und da gibt es auf der Ebene ganz viele Versuche und das ist sehr interessant. Und da geht es nur um Beschämung. Und da geht es eigentlich, diese Beschämung geht so weit, dass das Gehirn richtig aussetzt, wo einer mal dann sagt, okay, Moment mal, jetzt bleiben Sie einmal schön ruhig, jetzt rekonstruieren wir überhaupt einmal das, was Sie da sagen und was Sie da eigentlich behaupten. Oder im Grunde lassen Sie mich in Ruhe, ich will jetzt zurück zu meiner Gruppe gehen, suchen Sie Ihren Ring, wo auch immer Sie den verloren haben oder passen Sie besser in Zukunft auf Ihren Ring auf, ich habe mit Ihrer Thematik nichts zu tun. Aber auf das kommt keiner, weil alle eben Angst vor dieser Beschämung haben, weil gleich dieses Gefühl wieder hochkommt. Und das ist der Punkt. Gerade das nutzen ganz viele toxische Menschen aus, dass es ganz viele Menschen gibt, die Angst vor der Ablehnung haben und sie extrem auf das manipulieren. Ist in der Arbeitswelt, ist in der Partnerschaft, ist es bei Freunden, ja? Wie kannst du nur, wieso kannst du mir nicht helfen? Aber wenn du was benötigst, dann bin ich schon da. Also diese Umkehr und man denkt gar nicht nach, was sagt die da eigentlich, sondern ui, es ist ein Versuch der Beschämung. Es sagt jemand in der Außenwelt, ich bin nicht in Ordnung. Also reagiere ich automatisch und das nutzen natürlich ganz viele Menschen aus. Und wenn eben Menschen Angst vor Ablehnung haben, ganz extrem, dann werden sie sehr oft ein Opfer und werden in Wirklichkeit nach Strich und Faden zum Teil ausgenutzt. Und da sollte man sich auch mal überlegen, inwieweit das eben negativ mein Leben beeinträchtigt, indem ich unter dieser Angst zu leiden habe. Und jetzt möchte ich gleich zu den Glaubenssätzen kommen. Und das sind nicht nur Glaubenssätze, wo wir uns verurteilen, indem wir immer von klein an gehört haben, dass wir so dumm sind, so hässlich sind, so faul sind etc., sondern es sind eben Glaubenssätze, die sie uns im Grunde einoktroyiert haben, nach denen wir leben und reagieren und auf die wir im Grunde immer, ohne sie zu hinterfragen, zurückgreifen. Also das wurde sozusagen zu unserer Lebensbibel, zu unseren Lebenssätzen. Und danach haben wir zu handeln und zu reagieren. Und zum Beispiel einer der Glaubenssätze ist natürlich, geben ist seliger als nehmen. Also wir wurden von klein an erzogen, immer geben zu müssen, denn das ist eben seliger. Also es war eben nicht in Ordnung, dass ich einfach sage, nein, ich möchte jetzt nicht meinem Freund wieder das und das geben, weil der das nicht hat. Ja, das kann man ja nicht machen, weil der hat ja weniger als du. Das ist schon in Ordnung, ja. Also es ist schon in Ordnung, Kindern zu erklären, dass man auch hilfsbereit sein sollte und unterstützen jemanden, der weniger hat als ich. Nur wenn das zum Lebensprinzip wird und ich mit einer Selbstverständlichkeit immer nur gebe, 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 weil eben dieser Grundsatz, dieser Glaubenssatz in mir ist, den ich aber niemals hinterfrage, weil er sich so manifestiert hat, dann werden wir eben zu diesen Gebern und fragen gar nicht, warum wir das eigentlich tun. Und in Wirklichkeit ist das eine Philosophie, die uns jemand anderer rübergestülpt hat. Der nächste Punkt ist, sei höflich und zuvorkommend. Ich kann mich noch an meine
meine früheren Zeiten erinnern. Also ich war immer höflich, ich war immer diejenige, die als erstes gegrüßt hat. Ich habe sogar dann auch noch immer gegrüßt, obwohl das jemand anderer gar nicht erwidert hat. Ich habe mich dann zwar geärgert, mich dann zwar im Grunde wieder selbst hinterfragt, naja, die Person hier wird ja einen Grund haben, warum sie mich nicht grüßt, obwohl ich jedes Mal grüße, obwohl sie im ähnlichen oder Nachbarshaus eben lebt oder in meinen eigenen. Aber ich hinterfrage das gar nicht. Andere haben sich relativ präpotent mir gegenüber verhalten können. Aber weil ich halt immer zuvorkommend und höflich erzogen wurde oder eben zu dieser Philosophie, haben andere Menschen dann eben sehr wohl nicht höflich zu mir sein können. Aber ich habe das nie angesprochen. Ich habe so getan, als wäre das nicht so, weil ich natürlich mich selber wieder hinterfragt habe, naja, mit mir muss irgendwas nicht richtig sein, weil die erwidern eben nicht meine Höflichkeit. Und wir sind dann die Deppen, die ganze Zeit herumlaufen, zu jedem freundlich sind und höflich sind und die Tür aufhalten und den Platz frei machen und geben, 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 weil das eben zu unserer Philosophie wurde. Und natürlich andere, ja, die denken sich, na, die kann man aber schön ausnutzen, weil die ist ja total blem, blem, die gibt ja nur. Und wir hinterfragen das nicht und denken uns dann auch immer hier, okay, die anderen haben einen Grund, dass sie uns so behandeln. Ja, und natürlich entsteht dann halt auch diese gewisse Traurigkeit. Ich gebe nur, ich halte die Regeln ein, zum Beispiel, ich mache immer alles und andere machen das nicht, aber ich komme aus diesem Kreislauf nicht raus, weil das eben zu einem Glaubenssatz wurde, der wieder durch eine fremde Person entstanden ist und ich kann es nicht hinterfragen. Oder ich merke das gar nicht, was eigentlich mit mir da abbrennt. Das nächste ist auch immer, man kann nicht immer, was man will. Das verstehe ich nicht. Ja, diese Begrenzung, wir wurden irrsinnig begrenzt, ja, dass wir nicht alles können, nicht alles erreichen, nicht alles dürfen. Und wenn wir solche Vorstellungen haben, wo wir eben mehr wollen, mehr Platz benötigen, dann stellen wir das gleich in Frage, weil wir eben gelernt haben, wir dürfen das nicht. Der nächste Punkt ist, und der ist sehr relevant und der wird uns wirklich beigebracht sehr oft, man muss gute Miene zum bösen Spiel machen. Also warum muss ich gute Miene zum bösen Spiel machen? Das sollten wir eigentlich hinterfragen, das müssen wir überhaupt nicht machen. Wenn es irgendwo ein böses Spiel gibt, dann habe ich zu entscheiden, ob ich mitspiele oder ob ich da ein Mitspieler bleibe im bösen Spiel, aber ich muss da nicht noch dazu lächeln. Das ist, sollte man absolut hinterfragen. Und vor allem das andere und der große Punkt ist, was sollen denn da die Nachbarn denken? Was soll denn da der Lehrer denken? Was soll denn da dein Arbeitgeber denken? Was sollen denn immer die anderen denken? Es ist in Wirklichkeit absolut egal eben, was die anderen denken. Und wenn ich in dieser Falle drinnen bin, was andere denken, werde ich sehr schwer rauskommen vor dieser Angst, vor der Ablehnung. Weil im Grunde ist es immer egal, was andere denken. Vor allem ist es ja so, dass wir ja eh sowieso nicht diesen Zustand erreichen, dass alle gut über uns denken. Es gibt immer Neider, es gibt immer irgendwelche gehässigen Menschen, ja, die werden trotzdem über uns meckern oder irgendwie etwas Schlimmes über uns erzählen. Also das ist eh ein Unterfangen, wo wir erliegen müssen, weil es gibt immer jemanden, der über uns schlecht denkt. Und eigentlich sollte es uns schnurzpiep egal sein, was unser Nachbar über uns denkt oder irgendwelche fremden Menschen. Zum Beispiel der nächste Punkt ist, den wir wahrscheinlich alle kennen, ist, nimm dich nicht so wichtig. Also schon alleine diese Aussage finde ich sehr interessant, weil was soll das erstens mal bedeuten, nimm dich nicht so wichtig, was schwingt denn da alles in Wirklichkeit mit? Nein, es sollte eigentlich so sein, dass wir uns eben wichtig nehmen, sogar teilweise als Nummer eins sehen. Natürlich, wenn wir jetzt Kinder haben und eine Partnerschaft haben, dann sollten wir uns nicht nur als Nummer eins sehen. Aber wenn wir eben uns als Nummer eins sehen und uns als wichtig empfinden, dann können wir erst überhaupt unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Und wenn wir Menschen werden, die nach ihren Bedürfnissen handeln, nach ihren ethischen, moralischen Vorstellungen, dann werden wir ja zu einer selbstbewussten Person. Dann werden wir ja zu dieser Person, die eine gewisse Stabilität an den Tag legt, wo eben andere sich dann sehr wohl angezogen fühlen, weil du ja ganz was anderes darstellst. Du wirst ja dann die Person, wo andere eben fragen, wie bist du denn überhaupt so geworden? Ich wäre auch gerne so. Weil du eben diejenige oder derjenige warst, der sich wichtig genommen hat, der sich seiner selbst angenommen hat und eben hinterfragt hat, was mache ich da eigentlich, was spreche ich da, wie verurteile ich mich und ich fange jetzt eben an, das irgendwie alles aufzuarbeiten und dass ich eben beginnen kann, das alles aufzuarbeiten beziehungsweise überhaupt zu bemerken, was mit mir los ist, muss ich mich wichtig nehmen. Anders geht das ja nicht. Da muss ich mich ja mit mir auseinandersetzen. Und wenn ich von klein an konditioniert worden bin oder darauf konditioniert worden bin, mich nicht wichtig zu nehmen, naja, dann werde ich immer andere wichtiger empfinden oder als wichtig betrachten, weil ich bin ja nicht wichtig. In Wirklichkeit bin ich nicht bedeutsam. Du bist nicht bedeutsam. Du hast keinen Wert.
pass dich gefälligst an. Und das schwingt in diesen Satz mit und das ist ein wesentlicher Punkt. Jetzt möchte ich gleich mal zum allerersten Punkt kommen. Wie können wir denn uns dann mit dieser Thematik auseinandersetzen oder beziehungsweise wo können wir beginnen, wenn es hier eben um die Angst vor Ablehnung geht? In den meisten Fällen ist es so, dass wir in Wirklichkeit auf dem Stand eines Kleinkindes geblieben sind. Das klingt jetzt ein bisschen hart oder böse, aber es ist einfach so, dass wir eben uns selber teilweise daran gehindert haben oder eben unter Hemmungen gelitten haben, uns selber so zu entwickeln, wie wir sind. Ja, weil natürlich wir irgendwann einmal als kleines Kind den Eindruck gewonnen haben, dass wir fehlerhaft sind bzw. schwach sind. Und gerade diese Fehler oder diese Schwäche, ja, die in Wirklichkeit ja von außen überhaupt erst ein Thema wurde, weil sie uns eben mitgeteilt haben, so wie wir sind, sind wir nicht in Ordnung, haben wir den Eindruck, dass wir Fehler haben und Schwächen haben. Und diese Fehler und diese Schwächen wären ein riesengroßes Schattenthema in uns. Und weil wir Angst haben, uns eben diesen Themen anzunehmen, handeln wir in späterer Folge noch immer so, wie wir immer gehandelt haben. Einerseits eben wegen der Angst vor Beschämung, dann die Angst vor der Ablehnung, aber weil wir glauben, dass wir Teile in uns haben, die nicht in Ordnung sind und das aber bei Weitem nicht der Tatsache entsprechen muss. Und ich hoffe, das hat man jetzt verstanden, das ist nämlich sehr wesentlich. Also wir glauben, wir sind fehlerhaft, wir glauben, wir sind schwach, wir glauben von uns, dass etwas in uns nicht in Ordnung ist. Aber in Wirklichkeit ist dieser Glaube nur durch eine Außeneinwirkung entstanden. Wir sollten gerade als erstes uns mal mit diesen Themen auseinandersetzen. Was denke ich in Wirklichkeit von mir? Ja? Was glaube ich, sind in Wirklichkeit meine Fehler? Was glaube ich, ist dann in Wirklichkeit nicht in Ordnung an mir oder in mir? Ja? Was glaube ich in Wirklichkeit, was sind meine Schwächen? Und die sollte ich mal aufschreiben und dann mir überlegen, ob das wirklich Fehler sind, weil gerade diese Fehler, die uns einoktroyiert wurden durch diese besagten Glaubenssätze, sind dann diese Programme, die uns immer daran hindern werden, aus dieser Spirale Angst vor der Ablehnung rauskommen zu können, weil eben in Wirklichkeit diesen Schwächen und diese Fehler ein Schattenthema wurde. Und deswegen ist es wichtig, das zu hinterfragen. Und beim Schatten wird dann immer so argumentiert, dass das wirklich Fehler sind. Das ist meines Erachtens nach nicht richtig, weil ja der Ursprung in Wirklichkeit einer von außen war, der gesagt hat, dass wir fehlerhaft sind. Also mal das aufschreiben, was glaube ich dann in Wirklichkeit von mir, was glaube ich, was in Wirklichkeit an mir so schrecklich ist und dann einmal hinterfragen, entspricht das überhaupt den Tatsachen? Zum Beispiel, ich habe immer geglaubt, ich bin dumm oder ich kann nicht so gut, was andere können, ich werde das nie schaffen und es zahlt sich überhaupt nicht aus, sich da anzustrengen, weil ich werde nie das und das erreichen können. Und interessanterweise hat sich das dann eben anders entwickelt, weil ich wirklich halt irgendwann einmal begonnen habe zu sagen, so jetzt reicht's mir, ich habe keinen Bock mehr, da untertänig in der Welt herumzulaufen und jeden den Volltrottel runterzumachen, nur weil ich glaube, dass ich nicht so gut bin wie die anderen. Ich dachte wirklich immer, alle anderen sind besser und hatte auch so bei Gesellschaftsstrukturen, vor allem ab einer gewissen Klasse oder Ebene, sagen wir jetzt mal das so, hatte ich überhaupt totale Hemmungen und habe mich überhaupt nicht gemeldet, weil ich mir gedacht habe, ja, der oder die, weil die das und das sind oder das erreicht haben, müssen die ja 10.000-mal klüger sein oder 10.000-mal aus einem anderen Haushalt gekommen sein als ich. Ich bin ja nicht viel wert. Ein nächster wesentlicher Punkt ist, und das ist ein Zitat, wer sich selbst nicht dafür verantwortlich macht, wie er behandelt wird, wird ewig machtlos bleiben. Und das ist aber ein springender Punkt. Wenn wir nicht beginnen, Grenzen zu setzen, oder zu sagen, stopp, so wie bei diesem Experiment, wo mich irgendein Wildfremder fragt, ob ich in Wirklichkeit in meine Handtasche öffne bzw. zeige und nicht beginne, einmal stehen zu bleiben und zu fragen, was ich in Wirklichkeit will oder was passiert denn da in Wirklichkeit mit mir, dann werden immer die anderen die Macht über uns haben. Solange wir in dieser Angstspirale vor der Ablehnung sind, haben immer die anderen
Macht über uns. Und so funktioniert in Wirklichkeit aber auch die Gesellschaft, indem uns von klein an beigebracht worden ist, wir haben so zu sein, wir haben uns so zu geben, wir haben dieses und dieses Interesse zu haben, dann werden wir aber auch immer dort stecken bleiben. Aber erst ab dem Moment, wo wir eben uns abgrenzen, beginnen unsere Meinung zu sagen und eben auch zu unserer Meinung zu stehen, dann verlieren immer mehr die anderen im Außen die Macht über uns. Und das ist ein wesentlicher Punkt und das nennt sich nämlich Freiheit. Ab dem Moment, wo wir sagen, okay, ich bin verantwortlich dafür, was andere mit mir machen dürfen, was andere zu mir sagen dürfen, wie andere sich mir gegenüber verhalten dürfen, ob ich eben zulasse, wie andere meine Grenzen maßlos überschreiten, ja, nicht immer die Erwartung haben, dass andere das erkennen, was sie tun oder dass andere mal anders werden, sondern endlich mal selbst zu erkennen, ich muss dafür oder beziehungsweise darauf achten, was andere sagen mir gegenüber oder wie sich andere mir gegenüber zu verhalten haben. Also ich muss beginnen, mich abzugrenzen und da kommen wir nicht drum herum und das ist eben dieses große Thema. Und wenn ich Angst habe vor der Ablehnung, dann gebe ich immer anderen die Macht, dass sie sich so verhalten dürfen, wie sie wollen, weil ich ja in Wirklichkeit nichts dagegen sagen kann. Also wenn sich einer über mich lustig macht, ja, dann sage ich, hey, was soll das? Ich meine, ich habe mich bis jetzt auch korrekt verhalten in dieser Unterhaltung und das ist jetzt der Punkt. Wenn du diesen Punkt überschreitest, dann entziehe ich mich dem Gespräch, weil das möchte ich mir nicht gefallen lassen und ich denke, da gibt es jetzt auch überhaupt keine Grundlage dafür, warum du da jetzt irgendwie ein paar Grenzen überschreitest. Also da ist jetzt Stopp, ja, in der Unterhaltung, im Verhalten, was die anderen Menschen wollen etc. Wir müssen unser Stopp zeigen und wenn wir nicht fähig sind, unser Stopp bzw. unsere Grenze aufzuzeigen, dann werden immer andere das ausnutzen. Und ja, dann fühlen wir uns arm, dann müssen wir jammern, dann sind wir traurig, warum die anderen denn sich nicht endlich mal anders verhalten können, aber es wird sich eben nicht ändern. Wir haben die Schwäche, dass wir es den anderen nicht zeigen können, dass hier Schluss ist. Und da ist der Punkt. Und der nächste Punkt, und an dem können wir relativ leicht arbeiten, weil da können wir sozusagen unseren Körper selbst ein bisschen manipulieren. Und das weiß man, dass wenn Menschen Angst vor der Ablehnung haben, dass ihre Körpersprache eine ganz eine eigene ist, nämlich eine hängende. Sie lassen regelrecht ihre Schultern hängen und sie senken gerne ihren Kopf. Und vor allem ein wesentlicher Punkt ist, sie haben die Scheu bzw. die Angst eben. Und da geht es sehr um den Selbstwert. Jemanden anderen über längere Zeit oder überhaupt jemanden anderen in die Augen zu sehen. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben die Angst, wenn wir jemanden in die Augen blicken, dass der vis-à-vis bzw. die vis-à-vis erkennt, dass wir in Wirklichkeit extreme Hemmungen haben oder eben keinen Selbstwert. Also wir glauben, wir verraten uns. Also wir können jemanden anderen nicht in die Augen blicken und das kommt sehr oft vor. Und das wären die Punkte, die wir eigentlich leicht trainieren könnten, beziehungsweise wo sich wirklich viel durch die Chemie in unserem Körper, auf das gehe ich dann noch ein, sich eben automatisch nur alleine durch unsere Körperhaltung verändern würde. Man weiß von Jugendlichen, die man jetzt beobachtet oder auch von kleinen Kindern leider, die in die Schule gehen in der Früh, eben früh morgens, dass die meisten bzw. 80%, so ist der Wert, den Kopf hängen lassen. Und man weiß, wenn Kinder über einen längeren Zeitraum ab 15 Minuten den Kopf hängen lassen und eben zum Boden schauen, dass automatisch eine depressive Stimmung eintritt im Körper und eben der Selbstwert dann natürlich immer, wenn wir depressiv sind, ist ja auch ein großes Selbstwertthema, nochmal depressiver werden bzw. nochmal der Selbstwert sinkt. Also wenn wir beginnen, eben unser Haupt zu heben, unseren Körper eben in eine andere Haltung bringen, indem wir richtig eine stabile Körperhaltung bzw. eine stabile Körpersprache haben, wo wir eben unseren Kopf aufrecht haben, die Brust nach vorne gezogen, die Schultern etwaig zurück, eben mit den Füßen auch richtig mit der Erde verwurzelt sind. Wenn eben auch 10, 15 Minuten der Körper diese Signale bekommt, dann eben eine ganz andere Chemie im Gehirn entwickelt. Und das ist den wenigsten eigentlich bewusst. Also es kommt sehr wohl darauf an, wie wir sitzen, wie unsere Haltung ist. Wenn unsere Haltung nämlich hängend ist, verändert sich auch automatisch unsere Stimmlage, die wiederum auch der andere bemerkt. Man kennt das ja, wenn wir Hemmungen haben oder unsicher sind oder uns beschämt fühlen, dann kommt dann auch so eine gewisse Traurigkeit. Und ab dem Moment, wo dann diese Traurigkeit eintritt, dann verändert sich ja auch unsere Stimmlage, ne?
dann wird die dann ja immer so unterbrochen. Also wir werden dann immer leiser, wir ziehen uns dann noch mehr in unseren Körper zurück, in der Hoffnung, dass wir nicht gesehen werden. Ne? Das ist ja die Strategie der kleinen Kinder. Und wir werden immer beschämter und haben immer mehr Angst. Und wir wollen natürlich durch so ein Erlebnis nicht wieder in so eine Situation kommen. Und dann gibt es ja auch dieses Phänomen, dass wenn zum Beispiel der Lehrer in einer Klasse fragt, wer will jetzt die Antwort geben, einer muss antworten, ziehen sich ja alle zurück und haben die Hoffnung dabei, dass sie vom Lehrer nicht gesehen werden. Ja? Also die Kinder ziehen sich zurück und machen sich klein, dass sie eben nicht vom Lehrer entdeckt werden. Ja? Das ist aber eine völlig falsche Strategie, weil der Lehrer, wenn er böse ist, wird gerade den, der sich am meisten duckt, dann eben die Frage stellen, weil er weiß, okay, der ist sich unsicher eben, ob er es weiß oder nicht. Und er hat Angst, eben sich vor der ganzen Klasse zu blamieren. Deswegen sollte man die Pädagogik teilweise auch hinterfragen, weil so beschämt man ja extrem kleine Kinder. Und der letzte Punkt ist, ihr müsst euren Selbstwert erarbeiten. Und wie ich, glaube ich, auch schon im letzten Video gesagt habe, jeder kann etwas. Und das ist auch ein wesentlicher Glaubenssatz. Jeder kann etwas. Und eben sich nicht Tag ein und Tag aus darauf zu konzentrieren, was ich nicht kann, wie dumm ich bin, wie schlecht ich bin, wie hässlich ich bin. Das mache ich immer wieder mit den Klienten durch, eben den Fokus auf das zu richten, was ich bin, was ich kann, wovon ich eben überzeugt bin. Also eben nicht jeden Tag mit dem Schlechten sich zu befassen, ja, sondern mit dem Guten zu befassen. Und da verändert sich eben unser Blickwinkel auf uns selbst sozusagen. Also wir bekommen, wenn man das eben über einen längeren Zeitraum trainiert, eine andere Sicht der Dinge, eine andere Sicht von uns selbst. Also wir machen genau das Falsche, dass wir uns immer damit auseinandersetzen. Ich kann das nicht, ich bin nicht so hübsch und bla 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 bla. Sondern wir drehen das um und richten nämlich den Fokus auf das, wo wir gut sind. Und wenn wir nicht wissen, worin wir gut sind, dann müssen wir uns das erarbeiten, weil erstens mal ist jeder in irgendwas gut, nämlich wenn man sich dann mit den Menschen zusammensetzt und ihnen sagt, naja, aber immerhin kannst du ja das und das, offensichtlich schon seit 20 Jahren und andere würden sich freuen, wenn sie eben diese Fähigkeit hätten, dann sagen sie, wirklich? Ist das so? Sag ich, naja, ich hätte schon gern diese Fähigkeit, das und das zu können. Das ist ja offensichtlich sehr wertvoll. Also die Menschen, obwohl sie Fähigkeiten haben, denken noch immer, dass sie keine Fähigkeiten haben oder dass eben diese Fähigkeit, die sie haben, überhaupt nichts wert ist. Und das ist der falsche Blickwinkel. Das ist das eben, wo wir dann immer mehr und mehr glauben, wir sind immer weniger als alle anderen. Dabei wenden ja die anderen, die so selbstsicher da herumlaufen, ja genau diese Thematiken an mit der Körpersprache. Sie heben das hervor, was sie können, ob das jetzt den Tatsachen entspricht oder nicht. Und sie besprechen ja natürlich immer nur das Positive und sind sehr auffordernd, ne, und schauen einen ja in die Augen. Aber deswegen heißt ja alle Tage nicht, ob das einfach nur was Auferlegtes ist oder durch sich eben ein entstandener Selbstwert ist. Also nicht, dass man das missversteht, man soll sich jetzt nichts Falsches zurechtlegen, aber man kann sich eben am Anfang so helfen, indem man das übt. Aber der wesentliche erste Punkt ist, eben mit diesen Fehlern und mit diesen Schwächen zu beginnen. Weil diese Fehlerhaftigkeit oder diese Schwäche, wovon wir ja so extrem überzeugt sind, dass wir eben diese vielen Fehler haben und eben nicht so gut sind, zu hinterfragen, wie überhaupt der Glaube an die Fehler entstanden ist. Und in den meisten Fällen wurde uns das von außen Tag ein und Tag aus eben als Kind kommuniziert. Und das wurde dann zu unserer Persönlichkeit. Und wenn wir so beginnen zu arbeiten, indem wir diese Schwächen und diese Fehler mal aufschreiben, dann können wir bemerken, ob das eben sozusagen Fremdeinwirkung war oder wirklich tatsächlich Fehler und Schwächen sind. Und das ist, finde ich, ein recht guter Anfang. Natürlich, die Körpersprache ist ein relativ leichtes Thema, aber auch diese Glaubenssätze, aufpassen auf sich, wie man mit sich selbst spricht. Und da bemerken wir schon, welche Meinung oder welche Haltung wir uns gegenüber selber einnehmen oder haben, beziehungsweise. Und das ist teilweise auch sehr fehlerhaft, weil in Wirklichkeit wir ja nur diese Haltung oder diese Meinung auch wieder von uns haben, weil wer anderer der Meinung war, dass wir so sind. Also das sind eigentlich wesentliche Punkte, wo ich schon meine, dass man relativ gut anfangen kann, nämlich selbst, ja, wenn man die Muse hat, natürlich, das dauert alles. Selbstwert entsteht auch, indem wir eben beginnen, uns zu verändern, Nein sagen, lernen, ohne Konsequenzen. Und wir müssen mal beginnen, Nein zu sagen und eben auch dann zu wissen,
egal, was jetzt die anderen denken, ich habe jetzt keine Lust, wieder Ja zu sagen, weil ich eben durch meine Erfahrung weiß, dass ich mich dann wieder in irgendwas hineinmanövriere, wo ich gar nicht sein möchte und in Wirklichkeit eh schon Burnout habe mit 50, weil ich so oft immer Ja gesagt habe. Also irgendwann müssen wir beginnen und durch dieses Üben Nein zu sagen, durch dieses Üben Grenzen zu setzen und sagen, na hoppla, jetzt ist aber mal langsam ruhig da, das möchte ich nicht, dass du mir das sagst. Ich möchte jetzt nicht wieder eine Überstunde machen, weil ich habe jetzt schon Monate Überstunden gemacht. Oder nein, heute möchte ich bestimmen, wo wir hingehen. Heute will ich sagen, in welches Restaurant wir gehen. Jetzt ist er mal da gut. Und dann eben auch zu lernen, okay, das hat keine Konsequenz, weil der andere kann entweder einfach nur Ja oder Nein drauf sagen. Und vor allem ein wesentlicher Punkt ist, wir spielen den Ball wieder in die andere Richtung. Weil wenn wir immer zu allem Ja sagen, dann kommt ja der Ball einmal von jemandem anderen, dass wir überhaupt aufgefordert werden, eben eine Antwort geben zu müssen oder beziehungsweise zu glauben, eine Antwort geben zu müssen. Und dann ist ja immer der Ball bei uns. Und wenn wir nicht lernen, die Bälle wieder zurückzuschießen, bekommen wir ja gar keine Pausen, wo wir überhaupt überlegen können, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Ich muss mir auch angewöhnen und ich finde, das ist eine super Strategie, so eine Rhetorik zu lernen, wo ich Pausen habe in der Rhetorik. Wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, kannst du morgen kommen und mir helfen? Und ich sage immer ja, ja, ja und gar nicht nachdenke, weil in den meisten Fällen ist es dann so, wir legen dann auf und sagen, Mist, habe ich ja völlig vergessen, weil ich ja nicht gewohnt bin, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, habe wieder ja gesagt und jetzt ist mir unangenehm, dass ich nein sage, also durch meine ganzen Pläne, die ich vergessen habe, weil ich ja wieder automatisch ja gesagt habe, irgendwo herum, ja, oder verzichte dann in Wirklichkeit auf meine eigenen Bedürfnisse, weil ich mich nicht im Griff habe, schon allein in der Rhetorik, weil ich immer nur ja sage. Also muss ich mal beginnen, so eine Rhetorik mir anzugewöhnen und die ist meines Erachtens nach auch nur eine Übungssache, dass ich zumindest sage, du, ich weiß nicht, ja, keine Frage, wenn ich kann, ist es in Ordnung, aber ich muss einmal nachschauen, ob ich überhaupt Zeit habe. Ja, dann habe ich schon eine Pause. Also ich muss ja nicht gleich Nein sagen, sondern ich brauche mir nur so eine Rhetorik angewöhnen, dass ich sage, na, das kann ich jetzt noch nicht beantworten, ich muss erst nachschauen oder ich sage immer gerne, ich muss meinen Mann fragen, ob wir nicht was vorhaben zum Beispiel. Ja? Ich würde nie meinen Mann fragen oder in den seltensten Fällen, aber ich sage das einfach und da ist mir das egal, ob dann die anderen Frauen sich denken, aha, was ist mit der los, die muss erst vor ihrem Mann fragen, ach wurscht, Hauptsache ich habe Pause. Ja? Was die anderen eben sich denken, ist mir doch piffi-paffi, ich habe Pause. Das ist eben das, wir brauchen Pause. Nicht gleich sagen, ja, Mama, ja klar, ich setze mich sofort ins Auto und komm schon, sondern du, ich muss kurz überlegen, ja, ob das überhaupt geht. Das ist legitim, das dürfen wir. Und das ist eben die Rhetorik. Das ist viel einfacher. Das bringe ich immer meinen Klienten bei. Die fragen mich dann immer, okay, ich habe morgen die Situation, was soll ich da und da sagen, dass ich nicht wieder in das Gleiche oder in das Ähnliche, in diese ähnlichen Schlamasseln hineinkomme. Dann gehen wir diese Sätze durch. Ich trainiere das immer mit ihnen, dass ich ihnen auch beibringe, wo ich dann eben solche Sätze formuliere, dass ich automatisch den anderen den Ball zuschiebe und ich eben eine Pause bekomme. Und das kann eine große Hilfestellung sein. Ich hoffe, dass auch dieses Video wieder eine Unterstützung für dich, für euch war. Ihr könnt mich wie immer unterstützen, indem du mir einen Daumen hoch gibst, meinen Kanal abonnierst, meine Videos immer bis zum Ende anhörst. Ganz viele Kommentare bitte schreibst und natürlich auch schaust unten in der Videobeschreibung, welche informativen Links sich da von meiner Seite aus befinden. Und an dieser Stelle wünsche ich dir euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, Bette Anthony.